Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir, wie so nochmal, Sandy Coves Sanatorium abgeschlossen. Nee, ne, nicht abgeschlossen, aber wir sind da reingegangen und da war nichts mehr. Also wollen wir auch nicht mehr da weiter hingehen. Da ist schon der nächste Ort. Strong scheint das Ding nicht gefallen zu haben, weil sobald wir hier rausgegangen sind, hat er direkt gesagt, oh, das hat mir gefallen. Ja, ich wollte mal noch ein paar Leichen, die ich fressen will. Oh Gott. Wenn sie jemand kommt, keine Ahnung, von diesem Spiel hat, denkt er sich, was? Aber ja, ich muss Leichen fressen, damit Strong mich liebt. Und ja, was ist das? Myolog, okay. Nehmen wir, weiß nicht. Oh ja. Was? Also normal, ne? Kann ich leider nicht fressen. Muss Menschen finden. Okay. Bin immer noch Level 100 übrigens, ne? Dank der geilen Glitch, den ich herausgefunden habe. Nein, Quatsch. Tim Man hieß der. Was du denn? Was? Und ja, dann aber nichts mit der Stärke zu tun hat, die aus der Familie Rook. Aber nichts damit zu tun hat, ich jetzt Level 100 bin, dass die so schnell kaputt gegangen sind, aber nur stinknormale Myologs. Da. Seid ihr noch da? Seid ihr noch am Leben? Familie Rook? Aber die ganzen Perks, die ich dadurch bekomme, die müssten es doch ein bisschen angenehmer machen jetzt. Und ja, ich schäme mich nicht, diesen Ding zum Nutzen. So, kann ich den essen? Ich möchte das nicht unbedingt bei einer Dingens machen, bei einer Person, die irgendwie einen Namen hat und so. Warte mal, ist das eine Waffe? Reva? Machst du einen Namen? Warum hast du einen Namen? Tolle Mods. Das ist ein Scharfschützengewehr einfach nur. Sie hat einfach nur einen Namen gegeben. Das ist eine Verarschung. Aber sich wichtig machen hier. Muss ich irgendwas machen? Warte mal, ich habe gerade ein Kabel hier irgendwo gesehen. So, das war vorher unten, ne? Mal oben. Jetzt, ich hoffe, ich habe es nichts irgendwie ausgemacht oder so. So, der Keller, ja. War nicht Schlüssel, ja. Oh, ich hasse diesen verdammten Dinosaurier. Ey. Ich lebe dich, du lebst mich. Ich habe irgendwie so was gegen alte Kinderserien, wo irgendwie, weil nicht viel zu freundlich irgendwie alles abgeht. Deswegen kann ich auch Benjamin Blümchen oder Winnie Pooh nicht leiden. Ich glaube, ich habe was gegen freundliche Riesen. Und wir sind halt schon wieder. Hallo. Ja. Pistolen und Patronen. Ja, schon das zweite Magazin. Die sagen mir viele mysteriöse Sachen. Reba 2, okay. Ja. Mit einem richtig doofen Effekt. Wenn es gleich Dingens hier vorbeikommen, habe ich ein Problem. Jetzt mal dieses Scharfschützengewehr benutzen sollen, du Idiot. So klar, wenn du nur so ein nur noch 15 Dinger benutzt, da passiert das nichts, auch wenn du den Namen gibst. Kann sein Knarre irgendwie
super mega Totenkiller und so nennen, aber trotzdem ist halt nur eine normale Waffe. Außer die hat einen Effekt, da macht Sinn. Aber sonst nicht. Gut, raus hier, abgeschlossen. Nein. Ey. Warum kann ich nichts mehr abschließen hier? Wofür war die Sicherung? Na, das ist ein Kabel. Ein elektrischer Zaun oder was? Warte mal, ich mach den mal an. Ich nehme mal an, wenn man einen Hebel runterzieht, ist es an, ne? Normalerweise Elektrotechniker, ne? War ich ja auch mal. Ja, ich dachte, jetzt hätte es funktioniert. Anscheinend nicht. Gut, weiter. Was ist denn da? Das ist zum Beispiel ein Lagerhaus, da können wir doch mal reingehen. Wir müssen so viele erkunden hier. Wir sind ja nicht mehr so weit entfernt, das Spiel komplett abzuschließen. Das ist unglaublich. Hallo. Komm dir mal zuvor. Ist das Ding überhaupt angewiesen? Das war mal. Wenn du auf mich losgehst, bist du selber schuld und bist sterben. Wo funktioniert es halt? Tut mir leid. Ja. Konnte man ja nicht gerade irgendwo da. Meine Güte. Noch mehr. Wir hatten hier alles aufgebaut. Einfach nur. Ein paar Schütze, niemand kümmert sich um die, niemand füttert die und so. Gut, was haben wir hier noch? Ein sieht schon aus, als wäre die Karte zu Ende, was wahrscheinlich der Fall ist, ja. Aber okay. Ich frage mich, ob wenn man zu bestimmten Orten geht, ob es dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Bosse oder so triggern, so wie hier. Diesen einen Strand, da war ja auch eine Meierlöck-Königin. Jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe. Was könnten sie mal machen? Was ist mit dir los? Was sollte das denn jetzt? Hat er gedacht, er wäre hier alleine. Kann machen, was er will, oder wie? Ich hoffe, niemand sieht mich, wie ich jetzt diesen peinlichen Tanz bringe. Oh Gott, da ist ja jemand. Ich muss ihn töten, damit er niemanden davon erzählt. Ja, ich habe keinen Bock zu kämpfen. Na, die sind trotzdem geschlüpft. Von da ganz hinten gehört man. Die verfolgen mich jetzt wahrscheinlich von überall hin, ne? Okay. Gott, irgendwo ja war noch was in der Nähe. Ich habe es jetzt schon wieder aus den Augen verloren. In der Richtung war, glaube ich. Wenige Schütze ballern gleich auf mich. Hier ist eine Kirche, geil. Ich glaube, hier waren wir auch schon, ne? Warum sind ja überall Barney, was? Habe ich die jetzt alle ausgestellt in diesen Schalter oder was? Hat er irgendwie ganze Viertel oder so regiert oder was ist hier los? Ich glaube, waren wir hier schon, ich weiß ja nicht. Also so nicht markierte Orte. Kann ich raten, Geschütztürme. Die Dinger überall stehen. Die ganze Nachbarschaft hier vernetzt oder was? Sieht aus, als wollt ihr eine eigene Siedlung oder so bauen. Ja, man sieht ja, was passiert ist. Also dann verschanzt er sich in so ein
so ein Mini-Haus mit so einem Elektrozaun. Oder hier alles irgendwie voll verteidigt und abgeriegelt hat. Was ist das für eine Logik? Oh, ich bin auch in Sanctuary. Meine Basis war noch ab in der verdammten Tankstelle. Meine Basis. Geh weg. Ich möchte Dings, Menschen essen. Schmecken bestimmt wie Hühnchen. So, wo ist denn schon der Ort? Ah, Fabrik. Ah, da wird schon wieder ein Spaß. Das wird sehr groß, habe ich das Gefühl. Motivation niedrig. Salz. Okay, so Nachladegeschwindigkeit Unterschied sehe ich jetzt nicht, aber okay. Wenn die sagen, das ist jetzt schneller nachladen, oder habe ich das überhaupt genommen? Ich weiß gar nicht. Hallo, na? Komm jetzt herein. Aber ihr habt nichts dagegen. Nur eine freundliche Person mit einer Knarre und einen super Mutanten als Freund. Was? Ja, ein paar menschliche Gegner. Menschen haben wir ja schon mal, aber. Da kann ich die. Wo ist das Ding? Explodiert das Ding auch. Ist so still. Ja, ich futter dich mal. Leiche essen. Nom, nom, nom. Nom. Buck. Strong hat das gefallen. Uff. Ja, okay, ich wusste, das Ding explodiert. Na komm, ich bin mal noch Hunger. Also kann ich das leider nicht machen, weil hier irgendwie, wie nennt man das, hat so eine Abklingzeit, bis meine Gefährten mich wieder leiden können wegen gleichen Aktionen. Genau, dann ist irgendwie beeindruckend jedes Mal, wenn ich in eine Power Armor reingehe. Ja. Viermal mehr Atombomben, geil. Oh, Sibylle. Sieht man hier neue Sachen. Eigentlich gar nicht angucken. Nö. Ja, eigentlich nicht. Ja, da kann man irgendwie neue Orte oder so freischalten. Was ich ja brauche, was ich noch brauche, ist eine Wackelpuppe oder ein Magazin. Hau ich erst mit meinem Helm auf. Ich habe keine Manieren. Wer hat gefällt Strong nicht, mein Gott. Was ist los? Was? Achso, Sirenen. Ich dachte, Sirenen, so wie hier diese mythologischen Wesen. Er hat doch auch die Sirenen, oder? Hört man die wunderschönen Stimmen. Im Hintergrund. Hört man einfach nur meinen Charakter aus die Elder Scrolls Online. Oh Gott. Was macht denn der hier in diesem Spiel? Warum zündet der alles an? So ein Cameo-Auftritt oder was? In der gleichen Macher, also. Ist das schon nicht schlimm. So, ich bin hier im Kreis gelaufen, oder eher. Ah, ja, da komme ich nur von außen hin. Und das ist eine Leiche. Hab ich gerade einen Arm abgebissen? Nein.
Also kann man sehen und nein. Kann man wenigstens sehen, weil ich schon gegessen habe. Die sind voll im Blut hier. Und wir trinken voll in ihrem Blut, nachdem ich irgendwie was gemacht habe, nachdem ich die gegessen habe. Einfach mit jeder Leiche. Das schon abklingt irgendwie. Oh, ne, ne, ne. Habe ich jetzt gerade echt gerülpst? Ah! Wollte das gerade entschärfen. Sein schlechter Ort zum Kämpfen. Ja. Sprung denkt strategisch, ne? Okay. Ist jetzt sicher, da runter zu springen, ohne zu sterben. Okay. Machen wir eben so. Aber ich war schon hier oben überall, ne? Na gut. Booyakasha. Ach, Leiche. Strong, verdammt. Ich tue jetzt schon wie ein blöder Leiche fressen und der tut noch nicht mehr was machen. Woher wartet ihr? Wartet ihr die ganzen Gegner überhaupt getötet? Also die Raider. Sag mir nicht. Muss jetzt in einigen Schlössern hier vorbeigehen. Sonst bringt mich Strong um. Gut. Und da hinten sehe ich doch was. Will mich verarschen? Warum sind die jetzt überall? Überall sind die jetzt. Arbeite mit voller Kapazität. Ja, du mich auch. Ich kann ja jetzt nichts mehr angreifen. Jetzt weiß ich auch, woran das liegt, warum ich in den letzten Parts so wenig kämpfe. Weil überall diese blöden Zins sind. Anstatt irgendwelche anderen Viecher. Macht die ganzen Dungeons hier voll einfach. Was? Ich habe hier schon gefunden, Strong. Boah. Na, schon wieder. Ich darf Strong nie ins Institut mitnehmen. Sie hat einfach nur wieder mit seinen blöden Hammer ja durch die Gegend kreiselt. Versucht alles zu töten. Ja. Ich glaube, der macht es mir sehr einfach. Unbekannte Personen, lassen wir sie leben. Genau. Okay. Ein Magazin, eine Wackelpuppe, irgendwas bitte. Da bin ich zufrieden und glücklich und kann hier weggehen. Was passiert eigentlich, wenn die mich sehen, wenn ich eine Leiche fresse? Ein Fallout 3 hat man schlechtes Karma bekommen. Das bedeutet, ja. Karma bedeutet eigentlich nur so ähnlich wie in Knights of the Old Republic von BioWare. Wohl eigentlich nicht. Irgendwie hatte Karma nicht so viel Einfluss darauf. Auf irgendwas. Meine Güte. Da könnte ich ja alles mitnehmen für Aluminium, aber ich brauche im Moment nichts. Oh, ich esse die mal. Also ein schönen Kopf. Strong hat das gefallen, ausgezeichnet. Ich habe keine Schlösser öffnen. Sondern einfach nur Leichen fressen, so alle paar Minuten. Ah. Bin mir jetzt irgendwie so die Hände. Du zwingst mich hier echt an verschlossenen Dingern vorbeizugehen, Mann. Sagen ich fragen, warum ist hier nichts? Hey.
Kann ich sagen, dass hier wieder nichts ist. Weil ich ja nicht abgeschlossen habe. Ich sage, guck mal, wie groß der Teil hier ist. Muss doch da irgendwas geben. Menschenskinder. Irgendwo war da, glaube ich, nur eine Tür, oder? Alle Systeme normal. Da war ich noch nicht, ne? Aber keine Ahnung. Ich verirre mich sowieso alle 5 Minuten, also. Statusmeldung, alle Funktionen normal. Hier zum Beispiel, Puff. Also ich muss hier letzte Ort sein. Nichts ja, hier zum Beispiel. Und das war's. Haben wir es nicht abgeschlossen? Mann! Irgendwas übersehen, ich sehe doch. Ich habe übersehen, dass ich was übersehen habe. Hm? Das geht. Halt, halt. Zack. Munition ist jetzt eigentlich auch schon lange kein Problem mehr, ne? Oh, draußen hier gibt es nichts. Was war das? Mein Controller hat auf einmal voll vibriert. Was passiert? Ich irgendwo gegen gelaufen oder was? Wo ist der Ausgang? Ja, irgendwie ist mein Controller gerade voll vibriert. Also irgendwas muss ja jetzt gerade passiert sein. Aber anscheinend nicht. Das ist gut zu wissen. Was sind ja noch? Haben wir hier schon? Hat da zum Beispiel nur einen... Hallo. Das ist das Forschung. Energiewaffen, kritischer Schaden, ausgezeichnet. So will ich das sehen. Wackelgruppe. Nein. Gott verdammt. Trotzdem gerne wissen, was hier passiert ist. Sie sind ja erst später hingekommen, ne? Was passiert, wenn ich eine Stunde schlafe und dann was fresse? Dann ist ja wieder etwas Zeit vergangen, ne? Strong, hat das gefallen, ausgezeichnet. Ich noch mal eine Stunde schlafen. Verdammt. Ich dachte, ich hätte es jetzt. Gut, dann raus hier eben. Wenn nichts ist, habe ich jetzt hier abgeschlossen. Nö, was soll das? Ja, du mich auch. Achso, hier. Stimmt, wir müssen ja jetzt den Aufzug hier aktivieren. Dann können wir ja nach oben irgendwie noch raus. Wie so eine Leiter. Glaube ich. Warum sind jetzt hier überall Sins? Arbeite mit voller Kapazität. Alle Systeme normal. Wenn die blöde Cola hier haben. Immer aus dem Weg. Nein. Warum hat denn jetzt gestohlen? Und da ist eine Mine. So. Das sind, den ich hier bestehen konnte, ne? Okay. Dann gehen wir hier raus. Oder hier gibt es nichts. Wir haben 3 Magazine in der letzten Zeit bekommen, ne? Auch nicht schlecht. Und jetzt bist du die Leiter, aber. Ich glaube. Da. Ich tue geraten, aber okay. Gut. Die Anzahl der Orte schmälert sich. Ich muss mal irgendwo im Internet gucken. Viele Orte es insgesamt gibt. Wenn ich so weiß ich nicht. Einen Anhaltspunkt habe, wo ich gerade bin, was ich gerade machen muss und so weiter und so fort. Gut, hallo. Ist hier was? Nein, okay, dann gehe ich wieder. Was ist denn das? Hi, na? Nicht gut, dass ihr mir alle freundlich gesinnt seid jetzt. Da war ja noch irgendwann. Ich habe noch irgendwie so ein Nuklearzeichen gesehen.
nicht erkundet war. Frag mich jetzt nur nicht, wo das noch mal war. Da überlebe ich wahrscheinlich nicht, wenn ich da runterspringe, aber da, wenn ich dahin komme. Oh. Gut. Na, na. Good. Good. You killed me. Good. So, Karte. Guck mal, ich wollte eigentlich das hier alles erkunden, aber weil das so leer ist, aber ich habe irgendwie wieder, weiß ich nicht, mich sidetracken lassen. Was ja der Plan war, aber ich habe mich vom Sidetracken gesidetrackt. Was? Wie geht denn das? Da ist das Nuklearzeichen. Das ist ein Nukularzeichen. Hallo, na? Alter. Nukular. Hä? Und zum Teufel, bleibst du gefälligst hier. So, gefälligst hier. Oh, Spinne. Was? Da. Was ist los? Warum rennst du vor uns weg? Brotzeit. Brotzeit? Hätte ich Brotzeit gesagt. Mann! Was ist denn mit dir los? Das ist eine Tür. Halt. Wo sind wir hier? Keine Ahnung. Und hier gibt's was. Versteck. Ja, das sieht so aus. Wir in dem Versteck ist nichts. Verstecktes. Hallo. Oh, oh Gott. Gerechtigkeit. Ah, ich so wenig Schrot in der Munition. Wo geht immer auf jemand anderen los? Was war den kaputt? Ich mach mal deine Beine kaputt. Nee. Oh Gott. Oh Gott. Boah. Nein. Nein. Dieses Bild schon wieder. Guck mal, wie klein mein Visier jetzt ist. Ups, Entschuldigung. Warte. Do you really want to do this? You think you can handle this? So, es ist Hammer Time. Ja, mit meiner Hilfe. Geholfen. Wir sind jetzt einer verreckt durch dieses Feuer Inferno. Jetzt kann ich nicht essen, ne? Weil ich ein Perk geht halt. Hallo. Oder so viel AP, warum geht ein Ding so schnell runter? Mit die Strahlung, die AP meine ich. Die AP wegen den Strahlungen. Aber schlafen kann ich hier. Ja. Oh Mann. Hier ist aber nix. Das brauche ich dann nicht aufschließen. Das ist nur eine Voltec Lunchbox. Verschließe ich jetzt nicht das Ding auf. Dreht Strong schon wieder durch und wirft mich durch den halben Raum. Mal raus hier. Ja, raus hier. Gut. Okay, das reicht auch für den Part. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich. Ich merke gerade erst, dass sich das voll gereimt hat und das hat mich fasziniert. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.